Hallo Anne, hallo Anja. Wir sind in Abu Dhabi und es bietet sich an, kurz vorm ersten Start der Saison mal über eure Vorbereitung zu reden. Und wir haben gedacht, ihr habt dieses Jahr ziemlich viel zusammen trainiert und da können wir euch einfach auch im Doppelinterview mal einfach dazu holen. Ihr wart zweimal zusammen auf Fuerte. Lanzarote. Ah, ja, okay. Auch das andere Fuerte, Lanzarote, und habt zusammen trainiert. Was hat euch das gebracht, zu zweit zu trainieren? Also es war halt einfach wahnsinnig effektiv. Also wir können einfach zusammen richtig gut trainieren. Jeder profitiert von jedem. Und ja, es war einfach richtig effektives Trainingslager und wir haben uns da gefreut, zusammen trainieren zu können. Es war halt auch ruhig, wir waren nur zu zweit, wir konnten uns ganz auf uns selber konzentrieren und hatten super Betreuung mit Physiotherapeuten dabei. Also es war einfach ein perfektes Trainingslager für uns und hat uns, glaube ich, beiden recht viel gebracht. Ihr wart auch zusammen auf Fuerte und in Südafrika mit der DTU im Trainingslager. Ist es ein Unterschied, ob man mit der großen Gruppe unterwegs ist oder dann nur zu zweit? Ja klar, also es ist immer ein Riesenunterschied, ob man nur zu zweit ist oder mit einer Riesengruppe. Es ist dann einfach, ja, auf Lanzarote waren wir effektiver unterwegs, wir haben unser Ding durchgezogen. In einer größeren Gruppe muss man sich halt immer auch noch den anderen so ein bisschen anpassen und den Tagesablauf mit mehreren Leuten besprechen. Und so war das für uns auf Lanzarote halt viel einfacher. Könnt ihr euch so ein bisschen ausgleichen? Gibt es Sachen, die du vielleicht anders oder besser, ist jetzt die Frage, machst als die Anne? Ich bin vielleicht ein bisschen strukturierter als die Anne. Aber sonst. Wie muss man sich strukturierter vorstellen? Naja, bei mir ist halt alles so ein bisschen, ja, geregelter. Ich weiß die Abläufe, habe immer so ein bisschen Zeitplan drin, notiere mir alles. Genau, ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Wie siehst du das, Anne? Ja, sie hat sehr detaillierte Schlafzeiten. Dann komme ich auf jeden Fall zu meinen Schlafzeiten. Das ist schon mal gut, weil sie sehr viel schläft. Das kommt mir natürlich zugute. Und wir haben halt einfach, ja, so den gleichen Tagesablauf, das muss ich schon sagen. Also wenn wir nicht trainieren, dann essen wir oder schlafen wir. Und ja, ist eigentlich alles ziemlich gleich. Also wir müssen uns nicht groß abstimmen. Das passt eigentlich. Ja, sie ist schon strukturierter wie ich, das muss ich schon zugeben. Und das tut mir ganz gut. Geht man sich irgendwann auf den Keks, wenn man tatsächlich immer nur zu zweit, immer das gleiche Gesicht jeden Tag, jeden Abend, jeden Morgen sieht? Nee, also bisher haben wir eigentlich noch keinen Lagerkoller gehabt. Das läuft eigentlich alles ganz gut. Also ja, wir konzentrieren uns aufs Training und alles, was nebenher passiert, das ist auch abseits vom Training dann mal. Man kann sich auch um andere Sachen unterhalten und das ist, glaube ich, recht entspannend für alle. Und dass es nicht nur ums Triathlon geht. Ich meine, es geht schon, sagen wir mal, 21 Stunden am Tag um Triathlon. Das ist ja echt gut, wenn man 3 Stunden mal am Tag nicht über Triathlon redet oder nachdenkt. Man hat so gehört, ihr habt ein ziemlich gutes Training hinbekommen, auch ohne Verletzungssorgen, was ja zum Beispiel bei dir auch relativ wichtig ist. Du hattest letztes Jahr noch Knieprobleme. Wie schätzt du jetzt deine Form gerade ein? Ganz genau kann ich nicht sagen. Ich hatte noch einen kleinen Infekt nach Südafrika. Aber an sich würde ich sagen, ist die Form deutlich besser als letztes Jahr, einfach weil ich letztes Jahr das Knochenödem hatte im Schienbein. Und dieses Jahr kam ich wirklich mal ohne irgendes Handicap durch. Bei dir ähnlich, du hattest 2014 ja den Radsturz in London, hast dann auch relativ lang mit Verletzungssorgen rumgekämpft. Wie schaut es bei dir jetzt aktuell aus? Ja, also richtig gut. Ich kann mich gar nicht beschweren. Also ich hatte halt letztes Jahr einfach das Problem, dass ich nicht so wirklich Grundlage sammeln konnte. Ich muss einfach Wettkampfpraxis mir besorgen. Deswegen muss ich sehr viele Rennen machen und das ging auf großen Kosten der Grundlage. Deswegen kam ich nie so richtig in Tritt. Dieses Jahr haben wir uns wirklich, dadurch, dass ich halt mich vorzeitig qualifizieren konnte, wirklich mal Zeit genommen, an der Grundlage zu arbeiten, ganz konstanten Aufbau mit dem Dan Loren gemacht. Und das merke ich dann einfach. Er kennt mich einfach richtig gut. Er weiß genau, was mir gut tut. Und ja, ich glaube, dass es auch ein großer Benefit war, dass ich jetzt einfach einen eigenen Physio immer mit dabei habe. Und das ist einfach Wahnsinn. Also da kann man einfach viel effektiver trainieren, wenn man weiß, man kriegt jeden Tag Behandlung. Und das ist einfach was, so ein kleiner Baustein, den ich mir einfach gönne fürs Olympiajahr und der uns, glaube ich, beiden ganz gut getan hat. Und wenn du weißt, du musst dir mit deinem Körper keine Sorgen machen, du kannst dich einfach 100% aufs Training konzentrieren, das ist einfach ein großer Benefit. Letztes Jahr war es noch ziemlich durchwachsen von Ergebnissen, aber du hast in Rio eigentlich das entscheidende Rennen ziemlich gut gemacht und warst Siebte. Musst jetzt einen Fitnesstest machen und nochmal um die ersten 15 kommen. Freust du dich, dass es jetzt endlich losgeht oder ist es jetzt ganz schön hart, gleich mit so einem wichtigen Rennen in die Saison zu starten? Ach, das ist immer ein freudiges und ein trauriges und ein lachendes, wie heißt es, ein lachendes und ein weines auch. Nee, also ich fühle mich echt fit für die Jahreszeit schon, muss ich sagen. Und ich möchte es auch gern beim Rennen zeigen, dass ich einfach schon eine gute Fitness habe und ich hoffe, dass es dann auch klappt. Ich bin da ganz guter Hoffnung. Klar ist da immer so ein großer Nervositätsfaktor mit dabei, ist das erste Rennen, du weißt nie so wirklich, wo du stehst, aber das geht allen anderen genauso. Es ist früh in der Saison, du weißt nie, wie jetzt das Training schon angeschlagen hat, aber ich bin guter Dinge und ich bin wesentlich zuversichtlicher wie letztes Jahr. Ich fühle mich fit.
Letztes Jahr war das immer so, ich wusste, ich bin nicht im Laufen, nicht auf dem Niveau, wo ich es eigentlich war. Das ist dieses Jahr anders. Von daher freue ich mich echt drauf und möchte es auch zeigen, dass ich gut trainiert habe. Und was dann rauskommt, kann man nicht beeinflussen, aber ich bin guter Dinge. Laufen gut, schwimmen auch gut? Ja, das denke ich doch. Also klar, ich habe viel gearbeitet an meinem Schwimmen auch. Und ja, ich muss sagen, ich fühle mich gut. Und klar, im Rennen kann man es nie sagen, aber ich gehe mit einem guten Gefühl rein und denke, dass ich dann schon auch in der Gruppe mitschwimmen kann. Bei dir, Anja, war es so, du bist relativ spät eingestiegen, hast aber dann jedes Rennen nochmal eine Schippe draufgelegt und warst dann in Edmonton auf Fünfte. Bist eigentlich zuversichtlich dann in die Winterpause gegangen. Wie ist jetzt deine Einstellung zu Samstag? Ja, also das letztes Jahr konnte ich mich wirklich dann immer von Rennen zu Rennen nochmal steigern. Das war gut auch für mich, auch fürs Selbstvertrauen, dass ich dann durch den Winter endlich mal verletzungsfrei und ja ohne irgendwas durchkam, ist für mich sehr wichtig, weil ich halt die Konstanz brauche. Und ja, ich denke, dass es am Samstag gut ausgehen wird, ja. Gibt es eine besondere Taktik für Samstag? Ich muss volle Attacke machen, also von vorne schwimmen. Also ich hoffe, dass ich vorne wieder drin sitze und dann, ich muss bis ans Limit und übers Limit gehen, ja. Du kennst das Rennen ja nicht von letztem Jahr, da war es noch eine Sprintdistanz. Macht das einen Unterschied für dich? Ja, ich weiß nicht so genau. Ich meine, die Strecke kenne ich jetzt überhaupt nicht. Muss ich mir jetzt morgen mal alles anschauen. 10 Kilometer hinten raus fürs erste Rennen ist schon ganz schön zäh. Aber ja, mal schauen, es geht jedem so und von da gucken wir mal. Okay. Deine Taktik für Samstag, du kennst den Kurs schon? Ja gut, das war die Sprintdistanz letztes Jahr, aber ja, ich will auch, ich meine, Schwimmen ist immer so ein bisschen die Wackeldisziplin, da muss ich mich natürlich voll konzentrieren, schauen, dass ich in der Gruppe bin. Natürlich wäre es geil, wenn ich irgendwie den Nicolas Bierig-Train erwischen würde. Ich glaube, wenn man den verpasst, dann schaut es hart aus auf dem Rad. Wenn man da irgendwie in der Gruppe drin sitzt, dann möchte ich da einfach mitfahren, klar, und dann halt beim Laufen schauen, was geht und möglichst weit nach vorne laufen. Also das Top 15 ist halt das Minimalziel, aber ich würde natürlich schon gern besser als Top 15. Also das ist auf jeden Fall das Minimalziel und dann schauen wir einfach mal, was da noch möglich ist. Das heißt, du orientierst dich auch so ein bisschen an Nicola und siehst die so als große Favoritin für den Samstag? Ach, das würde ich gar nicht sagen, man weiß es nie, das ist das erste Rennen, aber ich glaube, sie wird einfach eine entscheidende Rolle auf dem Rad spielen. Ich glaube, sie kann einfach Rennen ändern. Sie kann Gruppen zusammenfahren, das haben andere vielleicht nicht die Möglichkeit, vielleicht eine Lisa Norden natürlich noch, aber davon gehe ich aus, dass sie vorne mit drin sitzt, aber so Leute, die so in dem Bereich von mir schwimmen, da wird sie ein entscheidender Faktor sein auf dem Rad. Wie sie beim Laufen ist, weiß ich nicht, aber ich denke, wenn man da den Zug verpasst auf dem Rad, dann wird es sehr hart. Okay, wir werden sehen und wir wünschen euch beiden auf jeden Fall viel Erfolg für Samstag.